Vielleicht habt ihr schon mal in den Nachrichten gesehen, dass von einer Regierungsbefragung berichtet wurde. Das kommt regelmäßig vor. Die Frage ist jetzt natürlich, warum finden die eigentlich statt und wie läuft das eigentlich konkret ab? Uns als Abgeordneten stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um die Bundesregierung zu kontrollieren. Und die Regierungsbefragung ist eine Möglichkeit davon. In der jetzigen Form existiert sie seit 1988 und seit 1990 ist sie auch in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags festgeschrieben. Jeden Mittwoch in einer Sitzungswoche treffen sich die Mitglieder der Bundesregierung, also die Bundeskanzlerin und die Bundesminister im Kanzleramt zu einer sogenannten Kabinettssitzung. Da besprechen sie sich, was in näherer Zukunft von Seiten der Regierung auf den Weg gebracht werden soll, stimmen sich miteinander ab, treffen Absprachen und dergleichen und danach kommen sie dann zu uns ins Plenum in den Deutschen Bundestag. Nach einem kurzen Bericht über das, was vorher in der Kabinettssitzung besprochen wurde, haben wir dann als Abgeordneten die Möglichkeit, den anwesenden Regierungsvertretern 30 Minuten lang Fragen zu stellen. Das ist für uns besonders wichtig, weil wir sind ja eine Oppositionsfraktion als Fraktion der Freien Demokraten und deswegen ein wichtiges Instrument, auch Kontrolle über die Bundesregierung durch Fragestellung auszuüben. Anders als bei anderen Instrumenten der Regierungskontrolle ist es bei der Regierungsbefragung so, dass wir die Fragen vorher nicht schriftlich einreichen müssen. Die einzige Vorgabe für uns besteht darin, dass sich die Fragen auf Inhalte beziehen sollen, die auch vorher in der Kabinettssitzung der Bundesregierung besprochen wurden. Was ganz neu ab dieser Wahlperiode ist, ist, dass die Bundeskanzlerin sich selber jetzt dreimal im Jahr den Fragen der Abgeordneten selber stellen muss. Das ist ein Novum, was wir als Fraktion der Freien Demokraten sehr begrüßen. Dass sie sich überhaupt unseren Fragen stellt, finden wir erstmal eine gute Geschichte. Darüber hinaus finden wir aber als Fraktion der Freien Demokraten, dass die Regierungsbefragung insgesamt noch viel zu statisch abläuft und wir würden uns einfach wünschen, wenn wir noch ein bisschen mehr Schwung da reinbringen. Deswegen haben wir verschiedene Vorschläge, wie man das eigentlich noch besser machen könnte. Zum einen wollen wir, dass das Parlament selber festlegen kann, welcher Minister, welche Ministerin anwesend sein muss, um sich unseren Fragen zu stellen. Das zweite ist, dass wir auch wollen, dass dann tatsächlich der Minister oder die Ministerin selber anwesend ist und sich nicht von Staatssekretären vertreten lässt. Und zum Dritten ist es so, auch wenn es schön ist, dass sie, also die Frau Bundeskanzlerin, sich mittlerweile dreimal unseren Fragen stellt, dass wir aber auch häufiger auch Fragen haben. Und deswegen könnten wir uns gut vorstellen, dass wenn mindestens 25% der Mitglieder des Deutschen Bundestags dies vorher beantragen, also auch zwei Wochen vorher, dass wir das dann auch häufiger machen können, weil es gibt viele Fragen, die zu entscheiden sind, die auch sehr wichtig sind. Und da muss man bei besonders wichtigen Fragen auch die Möglichkeit haben, die Bundeskanzlerin als Regierungschefin selber zu befragen.